Die sowjetische Vorrüstung hatte militärische, aber auch politische Gründe. Es sollte nämlich einen Graben schaffen in der Sicherheit Westeuropas und in der Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Deshalb war es wichtig, dass die Amerikaner diese Mittelstreckenraketen in Westeuropa praktisch, also in der Bundesrepublik Deutschland, stationierten. Es war auch wichtig, es durchzuhalten, um die Sowjetunion zu einem Einlenken zu bringen, wozu es gar auch gekommen ist. Das Ergebnis des NATO-Doppelbeschlusses war, was wir immer versprochen hatten, nämlich, dass es nicht nur weniger solche Raketen geben wird, sondern gar keine mehr. Die Nulllösung war das Ziel des NATO-Doppelbeschlusses. Es war eine der erfolgreichsten abrüstungspolitischen Maßnahmen, die es gab.